Hallo und herzlich willkommen zu Ghost of Tsushima. So, wann haben die euch denn da eingesperrt wir überhaupt? Dachten, hier drin wäre es sicherer. Dann ach so. Zu. Danke, Fürst Sakai. Ja, hab Dank. Ihr wisst, was jetzt passiert. Ich rolle dieses Sake-Fass bis ganz nach... Renji, ich glaube, er ist wütend. Fürst Sakai, wir hatten immer die Absicht, unsere Güter mit bedürftigen Überlebenden zu teilen. Im Lager außerhalb von Yarikawa. Sammelt alles, was ihr könnt. Und wenn ich dieses Lager besuche, wird es vor Essen und Medizin aus allen Nähten platzen, richtig? Ja, mein Herr. Ja, mein Herr. Natürlich, Sake-Händler. Talisman des Vorteils. Ah, kennen wir schon. Kennen wir schon. Hier ist aber auch nichts, ne? Was brauchen wir? 20 Stahl und 3 Gold. Aber das ist das letzte, ne? Glaube ich. Der ist schon. Okay. Bis dahin lassen wir den noch hier drin. Den Talisman von Inari. Gegner zu töten stellt eine mittlere Menge. Ja, finde ich gut. Mittlere Erhöhung des Fallschadens. Ja, den haben wir schon drin. Gut, was haben wir hier? Ach, die Ronin-Kleidung. Ja. Kann man mal machen, aber... Die beiden, die sind komplett, ne? Ja. Alles tutti. Was machen wir denn dann? Fragezeichen angucken. Das war von Anfang an eine schlechte Idee. Warum schlecht? Das nennst du perfekt? Die Mongolen sind tot. Die Strohhüte sind tot. Und wir haben, was wir wollten. Die Überlebenden von Yarikawa haben doch was... Lulululu. Da ist er. Fuchsbau? Oder was ist das? Ein Fuchsbau. Hallo, Inari. Inari, warte mal, ich muss kurz mal. Alter! Du hast deinen eigenen Kollegen angezündet? Alter Schwede! Der kann über Distanz! Toll! Und... Es ist so hart hier im zweiten Akt, ne? Ja. Und ich bin fast tot. Wo ist sie? Ne, bin ich nicht, aber ich habe keine Dinger mehr. Wo ist Inari? Ach, da. Da wollte er mich hinbringen. Toll, erstmal hier eine Folge mit dem Dev beginnen. Inari, ist schon wieder zur Figur geworden hier, oder was? Ja, schade. So, was ist das denn? Die Mauern von Yarikawa, Jins Reise. Yuna besteht darauf, dass sie dabei helfen kann, die Leute von Yarikawa für das Anliegen meines Onkels zu gewinnen. Ja, machen wir das.
Ist gleich hier in der Nähe. Machen wir. Das ist so schön, ne? Wir können nicht durch eine Belagerung marschieren. Wir finden einen Weg. Die töten uns doch sofort. Wir haben dich aus Asamo befreit. Und ich wäre fast gestorben. Jim, ja. Ja, ja. Ja, sofort. Ich sehe gerade, gibt es Verbesserungen. Mache ich mal. Zu Diensten. Ja. Sprengfall. Ja, gut, komm. Nur das Beste für euch. Ja, sagst du immer. Das ist alles, womit ich zurzeit dienen kann. Haben wir auch schon alles verbessert. Das ist gut, ey. Warte mal. Achso, die kann ich nur verticken. Aber kaufen kann ich nichts, ne? Verkauf Munition und Ressourcen. Leinen. Leder. Leb wohl. Kommt wieder, wenn ihr etwas braucht. Mach ich. Tach. Da bist du ja. Ja. Was tun diese Menschen vor der Stadtmauer? Die Mongolen umzingeln Yarikawa. Niemand kommt hinein. Fürst Shimuras alte Rivalen zu gewinnen, war von vornherein schwer. Doch jetzt. Jetzt brauchen auch sie Verbündete. Denk mal nach. Wir helfen ihnen gegen die Mongolen und sie helfen uns. Ich brauche ihr Wort, bevor ich für sie kämpfe. Doch wir kommen nicht einmal in ihre Stadt. Doch, das geht. Durch den geheimen Eingang. Damals waren wir Kinder. Selbst wenn es ihn noch gibt, kommen wir nicht ran. Versuchen wir es. Ich weiß, von wo wir einen Weg zur Umgehung ausspähen können. Die Mauern von Yarikawa. Seltsam, nach all den Jahren wieder hier zu sein. Überall kommen Erinnerungen zurück. Dann sieh nicht so viel an. Waren wir hier, als die Yarikawa-Rebellion begann? Nein, wir gingen Jahre zuvor, als Kinder. Brachten eure Eltern euch weg? So in der Art. Das klingt nicht gut. Sie kommen zur Stadt. Lasst sie vorbei. Sauber. Hier lang. Das will ich nicht sehen. Haben Schlimmeres gesehen. Das war unsere Heimat. Früher oder später kommen wir alle nach Hause, wo die Vergangenheit wartet. Unser Zuhause. Umzingt vom Feind. Yarikawa hat keine Chance. Yuna, wo ist der geheime Eingang? Siehst du den Fluss an der Stadtmauer? Bring uns dorthin. Ich mache den Rest. An der Armee kommen wir nicht vorbei. Und was, wenn wir den Eingang finden und die Mongolen uns sehen? Wir verurteilen die Stadt zum Tod. Taka, ich habe eurer Schmiedekunst vertraut. Jetzt müsst ihr mir vertrauen. Ja, mein Herr. Ich weiß nicht, wie wir es zum Fluss schaffen sollen. Wir finden einen Weg. Wir könnten die Mongolen angreifen, sie weglocken. Bitte, nein. Taka hat recht. Zu riskant. Das kann ich bestätigen. Gegen so viele Mongolen sind die Mauern machtlos. Die Asamo-Bucht ist gefallen. Yarikawa wird es auch. Ich kenne diese Leute. Sie ziehen den Tod der Sklaverei vor.
Der geheime Eingang war immer dort drüben, hinter dem weißen Baum. Hoffentlich haben die Mongolen ihn nicht entdeckt. Wir müssen nur einen Weg durchs Lager finden. Sobald wir im Wasser sind, sollten wir den Eingang leicht finden können, ohne entdeckt zu werden. Das ist unser Plan? Durch ein riesengroßes Mongolenlager schleichen und hoffen, dass der geheime Eingang aus unserer Kindheit noch immer da ist? Bleibt bei mir, Tucker. Verlasst euch drauf. Gehen wir. Ich riskiere tatsächlich mein Leben, um in dieses Loch zurückzukommen. Das war deine Idee. Ich muss mich vor deinem Onkel beweisen und Geleit von dieser Insel verdienen. Ich mochte es hier. Du warst zu jung, um zu wissen, wie es wirklich war. Yarikawa ist ein hässlicher Ort für ein Mädchen, das bettelarm ist. Seid ihr deswegen gegangen? Nein. Ich habe uns Ärger eingebrockt. Du konntest nichts dafür. Nimm Nigemutsch! Lass du stehen! Lass Scheiße! Verdammte Axt! Also, das ist ja streng wieder hier. Gehen wir. Ich riskiere tatsächlich mein Leben, um in dieses Loch zurückzukommen. Das war deine Idee. Ich muss mich vor deinem Onkel beweisen und Geleit von dieser Insel verdienen. Ich mochte es hier. Du warst zu jung, um zu wissen, wie es wirklich war. Yarikawa ist ein hässlicher Ort für ein Mädchen, das bettelarm ist. Seid ihr deswegen gegangen? Nein. Du konntest nichts dafür. Wow. Wo sind denn hier diese Schwarzpulver Böller? Du wurdest Mann, ey. Lecko, funny. Müssen wir denn hier in die Hütte reingucken? Das war deine Idee. Ich muss mich vor deinem Onkel beweisen und Geleit von dieser Insel verdienen. Ich mochte es hier. Du warst zu jung, um zu wissen, wie es wirklich war. Yarikawa ist ein hässlicher Ort für ein Mädchen, das bettelarm ist. Ich habe es eingebrochen. Du konntest nichts dafür. Seid fluchtbereit. In dir bist besser. Ich kann nicht mehr. Folge einfach Jin zum Fluss. Verdammt, ey. Von Lanitzek! Verdammte Axt! Wo kam die denn jetzt wieder her? Ach so, krieg ich Hilfe? Ja, hätte man auch machen können. Einfach durchs Flussbett latschen. Interessante Wahl. Zu doof, bis kriegst du Hilfe.
auch gut. Ihr geht mal weg, bitte. Er ist noch da und wird auch noch benutzt. Sie haben wohl deshalb so lange durchgehalten. Wenn wir oben sind, überlass mir das Reden. Deine Heimatstadt. Wer seid ihr? Wie seid ihr reingekommen? Mein Bruder und ich sind hier geboren. Haben die Mongolen euch gesehen? Nein. Wir sind hier, um ihre Belagerung zu brechen. Sagt mir zuerst, welchem toten Samurai ihr die Ausrüstung gestohlen habt. Er ist kein Dieb. Er ist der Geist. Der Geist? Ich bringe euch zu Uchimasa. Aber gebt Acht. Hier ist jeder bewaffnet. Los, sagt es dem Statthalter! Wird gemacht! Uchimasa. Das ist der Name von Fürst Yarikawas jüngstem Sohn. Doch mein Onkel zerschlug ihren Clan, als er sie besiegte. Die Familie regelt hier noch immer alles. Inoffiziell. Dein Onkel hat eine Rebellion beendet und dafür gesorgt, dass eine Generation den Shimura-Clan hasst. Die Mongolen überqueren die Brücke! Ihr drei, mir nach! Und bleib dicht dran. Was ist hier los? Da passiert was am Haupttor. Das klingt nicht gut. Das ist ihr Anführer. Werden die etwa angreifen? Finden wir raus, was sie wollen. Armament, Bürger von Yarikawa. Ich bin Temuge, Anführer dieses Kriegstrupps. Ich lernte eure Sprache, um euch eine Zukunft anzubieten. Öffnet eure Tore, bevor mein Lager die schwarze Flagge hisst und euch wird große Gnade zuteil. Weigert euch und euch widerfährt schreckliches Leid. Trefft eure Wahl, Yarikawa. Sie gehen. Los jetzt. Wenn Yarikawa sich ergibt, bekommt Fürst Shimura keine Armee. Keine Sorge. Die sind zu stur, sich zu ergeben. Wenn sie es nicht tun, gibt es ein Blutbad. Sie brauchen meinen Onkel so sehr wie er sie. Nur gemeinsam haben wir eine Chance gegen die Eindringlinge. Die Leute hier erinnern sich ungern an Fürst Shimura. Wenn Yarikawa überleben will, muss es die Vergangenheit loslassen. Leichter gesagt als getan. Uchimasa weiß, dass ihr hier seid. Geht ihr vor. Ich schaue nach dem Schwertschmied. Fürst Sakai. Uchimasa Yarikawa. Dass Fürst Shimuras Neffe hinter dem Geist steckt, hätte ich wirklich niemals gedacht. Seid lieber vorsichtig, sonst bestraft er euch. Wie schon meine einst große Familie. Für die Rebellion gegen euren Jito. Das ist Jahre her. Wir alle haben jetzt größere Sorgen. Wer ist das? Eure Dienerin? Ich stamme von hier. Doch ihr helft dem Shimura-Clan. Nein, ich kämpfe für Fürst Sakai. Für den Geist. Wir können helfen, die Belagerung zu brechen. Dafür erbittet Fürst Shimura eure Hilfe. Die Mongolen wollen das Festland erobern. Sie werden bald abziehen. Und Yarikawa wird überleben. Mhm. So wie immer. Das hätte besser laufen können. Suchen wir Taka. Uchimasa ist ein Narr. Er kann überzeugt werden. Die ganze Insel brennt. Und Yarikawa als nächstes. Wenn ihn das nicht überzeugt, was dann? Taka hat diesen Schwertschmied täglich besucht. Wenn er Metall übrig hatte, ließ er meinen Bruder so tun, als würde er Schwerter schmieden. Kannte dich der Schwertschmied noch? Shinsuke ist verstorben. Es ist sein Sohn. Wie lief es? Uchimasa glaubt, sie könnten die Belagerung aussetzen. Laut dem Schmied sind die besten Bogenschützen gegen die Mongolen losgezogen. Gegen Uchimasas Befehl. Sie sind seit Tagen vermisst. Wenn wir sie finden, helfen sie uns womöglich gegen die Mongolen. Das könnte auch die Stadt überzeugen. Such mich bitte in Alt-Yarikawa auf. Dort suchen wir nach ihm. Und zeigen Yarikawa, wie man sich wehrt. Das hätte jetzt wirklich besser laufen können, finde ich. Shinsukes Sohn hat den Stein noch. Mit dem du deine Schwerter geschmiedet hast? Er ist so klein.
In meiner Erinnerung ist er riesig. Du verbrachtest Stunden. Ja. Bleiben wir dabei, ne? Ich musste dich wegzerren. Und wie komme ich jetzt wieder hier raus? Nur ja wieder hier durch den... Was? Ja, wenn ich genug hätte, dann könntest du das vielleicht... Oh, Vögelchen? Wo willst du mich hinbringen? Warte. Warte, ich guck. Habe ich Geschenke? Ja, ich habe Geschenke. Aber nur 100 Vorräte. Mehr nicht. Eine heiße Quelle, das ist soweit feine. Danke dir. Da muss ich wenigstens auch nicht hier wieder durch das Mongolenverseuchte da, ne? Sinieren über? Die Menschen erwarten Führung von den Samurai. Sicherheit. Ehrenhaftigkeit. Nicht nur auf dem Schlachtfeld. Das darf ich nicht vergessen. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja. Übrigens, ich finde, das ist eine richtig cool... Ne, ihr könnt wie ein Bastard spielen. Ne? Ihr könnt euch in die Dörfer reinschleichen und alle meucheln bis zum geht nicht mehr. Ne? Ich finde es gut, weil... Ja. Ist halt ein Unterschied, ne, ob ihr wie soll ich sagen, ne, ob ihr die Game-Mechanik so vorgegeben bekommt, ne, von wegen spiel mal hier wie ein Samurai, ne, oder aber Alter, ist ja gar nichts. Da ist ein Zuppel, da kann ich, wenn ich kann. Dann kann ich. Ich glaube aber nicht, dass ich kann. Also, wo war ich? Ihr könnt spielen wie der letzte Louis, ne? Und euch in die Lage reinschleichen, alle meucheln. Braucht kein Skill. Ist nicht unbedingt aufregend. Ne? Habt ihr schon ein paar Mal über mir gesehen. Die merken eigentlich großartig nichts. Ne? Ist ja auch hier Samurai. Ne? Er ist auf leisen Sohlen unterwegs. Ne? Ob ihr schleicht oder geht, spielt dabei fast keine Rolle. So. Aber ich finde es halt gut. Ne? Denn so könnt ihr eben euch auch aktiv dazu entscheiden, ehrenhaft zu spielen. Ne? Also nicht wie der letzte Vollassi. Das finde ich ist ein cooler Aspekt. Ne? Und ist halt ein Unterschied, ne, ob ihr quasi halt nur diese eine Game-Mechanik vorgegeben bekommt und dann halt damit klarkommen müsst. Oder eben, ob ihr... Ja. Ach, du bist schon wieder da? Ja, komm. Ja, komm. Wenn du unbedingt möchtest, Vögelchen, dann... will ich dir folgen. Wo möchtest du? Ja, ist dicht der Bambuswald. Ist schon... Wer sind denn die?
Einer lebt noch. Schwarze Farbehändler. Bist du Schwarze Farbehändler? Dieb, ihr habt wohl die falsche Karawane angegriffen. Haltet still. Ich beende euer Leiden. Nein, mein Herr. Ich habe diese Banditen getötet. Und ich höre erst auf, wenn der Rest ausgeweitet ist. Hört ihr nicht dazu? Nicht aus freien Stücken. Sie zwangen mich dazu, um die Schulden meiner Familie zu begleichen. Ich arbeitete jahrelang für sie. Und als ich nach Hause kam, hatten sie meine Familie ermordet. Ihnen alles gestohlen. Ich werde erst sterben, wenn ich jeden Einzelnen umgebracht habe. Sie verdienen den Tod. Doch ihr schafft das nicht allein. Eure Hilfe wäre sehr willkommen. Mein Name ist Gomio. Jin Sakai, zeigt mir, wo die anderen sind. Ja. Fohl hat mich hier hingeführt. Die beglichene Schuld. Wer ist denn hier der schwarze Farbehändler? Bist du das? Komm, ich folge dir einfach mal. Ich wünschte, ich hätte sie längst getötet. Aha. Warte mal, ich muss mal kurz einen Blick auf Karte werfen. Hier ist aber, hier wird mir kein schwarzer Farbehändler angezeigt. Wir tun es gemeinsam. Gehen wir. Denn das gibt eine Trophäe, ne? Wie du läufst. Wenn ihr etwas Nützliches wisst, sagt es. Natürlich. Ich kenne dieses Lager gut. Aha. Das Gebäude, da am Wasser. Dort bewahren sie die Beute auf. Mhm. Was ist da drin? Da schlafen diese Bastarde. Ist jemand da drin? Das gehört ihrem Anführer, Goro Hachi. Er ist der Schlimmste von allen. Cool. Und hier unten? Sie sind außerhalb des Hauptlagers. Speer, wir sollten sie zuerst ausschalten. Das Lager ist größer als erwartet. Diese Banditen bedrohen die ganze Präfektur. Gehen wir. Wir schaffen es. Sie werden alle sterben. Hinter euch! Das ist Gomio! Junge. Bin immer noch nicht eingespielt. Junge, was stürmst denn so? Schwimm halt nicht da so rein. So, wat nu, Kalle? Wen willst du? Die da? Gut. Was hin? Deckung! Junge! Deckung! Sie schießen mit...
Ich versteck mich überhaupt nicht. Ich bin hier, Kalle. Komm her. Du bist schwach. Ja, ja. Perfekte Parade, Junge. Ho! Ach Gott, ey. Warum müsst ihr so schnell sein? Weiß ich jetzt nicht. Wart ehrenhaft? Ich hab da gestanden. Kann ja nichts dafür, wenn die so blind sind, ne? Ich hab mich auf jeden Fall nicht in die Büsche irgendwo versteckt. Hey! Jungs! Kameraden! Ja, sehr. Hey, hey, hey! Ey, ist nicht ehrenhaft. Ist nicht ehrenhaft. Ey, Junge. Lass das sein. Was ist denn mit dir? Bogenschütze! Was denn? Wo denn? Die machen wir alle nieder. Komplett. Ach, Jungs, Stahl brauche ich. Stahl. Wo ist das Stahl? Bisschen Leinen. Warum gehst du denn jetzt wieder in Zeitlupe, Jin? Huh. Haben ist besser als brauchen, ne? So, wohnt hier noch irgendwas? Bleib sitzen, Junge. Tut mir leid, hab beim ersten Mal daneben gestochen. Die Leiche schnarcht immer noch. Richtig gut. Entschuldigung, ich spiele mich noch ein. Ich bin noch ein bisschen unsauber. So, wo ist der Boss? Niemand hier. Wisst ihr, wo sie hin sind? Wen fragst du? Hier. King Louis? Warum bleibst du jetzt stehen? Was ist denn los? Gorohachi, dein Kopf gehört mir. Warum? Junge. Ach Gott. Du hier von hinten? Yeah.
Nur damit ihr Bescheid wisst, ne? Hätte tot sein sollen, als ihr mich fandet. Ihr habt eure Familie gerecht, Gumiho. Mit eurer Hilfe, mein Herr. Jetzt bitte ich euch um einen letzten Gefallen. Lasst meine Leiche nicht bei diesem Abschaum zurück. Versprochen. Findet Frieden, Romeo. Die beglichene Schuld. Talisman des anhaltenden Gebrechens. Statuseffekte halten 50% länger an und verursachen 50% mehr Schaden. Was sind denn Statuseffekte? Neues Geschenk verfügbar. Ja, da ist aber... Vogel? Was denn jetzt wieder? Was? Wo bist du? Ja, ja, ich komm. Spuren eines Überfalls und frisches Blut. Jemand wurde verletzt, ist vielleicht noch hier. Vogel. Blut. Blut. Warum gehen wir in Zeitlupe, Jin? Ach, wegen dem Style, alles klar. Ehrlich? Alter! Junge, du Wichser! Dickerchen.
Wenn hier einer einen Friedhof plündert, dann sind wir das. Alter, Alter! Alter, wenn ich rauskriege, wo du bist, ne? Geh weg. Warum gehst du immer nur? Ist ja cool hier mit deinem Schwert in der Luft, aber wo ist der andere Typ? Hier war doch noch einer. Ich hab ihn... Und sie hat eine Grille. Die nehmen wir schon mal mit. So. Ein Mönch. Ihn haben sie wohl auf der Straße ausgeraubt. Die Schnitte sind nicht tief. Sie haben ihn gefoltert. Was auch immer sie wollten, er hat es nicht verraten. Abgerissene Blütenblätter. Dreck. Als hätte er nach etwas gegraben. Oder er wollte was verstecken. Er hat sein Leben für sein Geheimnis gegeben. Vielleicht kann ich es finden. Ich möchte eigentlich den Schwarzfarbehändler. Junge. Suche nach dem versteckten Gegenstand. Wie soll ich das machen? Hast du Hexersinne? Hast du nicht. Hast du einen Fokus? Hast du auch nicht. Hast du einen Hut auf? Wo soll ich den denn suchen? Na da. Da liegt noch Loot. So. Da ist Kunai, der ist voll. Es muss hier irgendwo... Was blitzelt hier hinten? Die gleichen Blumen wie bei dem Mönch. Das muss der Mönch vor den Mongolen versteckt haben. Okay. Sie stammt aus dem Kushi-Tempel. Okay. Chushima-Reliquie, eine kleine kostbare Statue aus dem Kushi-Tempel. Ja, was mache ich damit? Oh. Reise zu Pushikado. Pagode. Die Pagode. Ja, nee. Alter, wo ist denn? Da ist er, der schwarze Farbehändler. Da wollen wir hin. Schaffen wir das noch? Wir sind doch falsch hier schon, ne? Ah, geil. Hundertachtziger schaffst du. Junge. Mach da nicht. Warum nicht? Wo ist der Dude? Ist das da oben? Voll fies. Voll fies. Wo ist der Typ? Muss ja auch noch suchen. Rehe. Rehe. Wie die schreien, ne? Mal vor, du bist nachts im Wald und dann hörst du so ein Geschrei.
Hier ist irgendwo ein Ausbildungslager von Tomoe. Hör mal, bist du der schwarze Farbehändler? Sieht da fast so aus, ne? Alles klar. Wir haben ihn gefunden. Von daher bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge gehen wir auf jeden Fall zum Schwarze Farbehändler. Holen uns, glaube ich, die Trophäe. Mal gucken, was der da im Angebot hat. Vielleicht hat er was Cooles. Und was wir sonst machen, weiß ich nicht. Ich würde ja gerne hier die Hauptquest da weitermachen, weil... Ja, keine Ahnung. Ich denke, das ist gut, wenn wir das tun würden. Naja, ich wünsche euch was. Bye, bye.